geht noch, einer geht noch rein. Hol dann Kameletta rein. Wären Jonathan oder mehr wären Jonathan hier vorne. Entschuldigung, ich bin schon wieder zu spät. Wissen Sie, es tut mir so leid, dass ich bin schon wieder zu spät. Wissen Sie, das ist wirklich, das mit die Zeit, das ist mein großes Problem. Die Zeit, die rennt immer schneller als ich. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, vielleicht Sie kennen das auch. Sie können noch so schnell rennen, die Zeit rennt Ihnen immer davon. Es ist, ich sage Ihnen, wissen Sie, vielleicht wir machen uns das in die Westen selber ein bisschen. So, weil wir haben gemacht die Zeit gerade, mit einem Anfang und einem Ende. So, wenn wir haben eine Verabredung um 3 Uhr, und 3 Uhr ist vorbei, und dann ist es vorbei, kommt nicht mehr. Die in die Osten, die haben das gemacht, viel schlauer, die haben die Zeit gemacht, runter. So, wenn da ist 3 Uhr und das ist vorbei, bei denen das kommt wieder, das ist kein Problem. Aber ist ja nicht so wichtig, jetzt, wir sind da, ich bin da und Sie sind da und das fangen wir einfach an. Und ich möchte Sie nun offiziell ganz herzlich begrüßen zu der Versöhnungskonferenz von die Lehrer mit dem Bürgermeister Häuptel. Sie lachen, ist das nicht? Oh mon Dieu, ich bin schon wieder falsch, Ich habe mich schon gewundert. Sie schauen nicht aus wie die Häuptel, Ja, aber wenn ich nicht bin in Wien, wo bin ich dann, Sie sind in Salzburg. 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 Ah, ich erinnere, da war ich schon einmal, Da wollten Sie aber aufs Oktoberfest. Ah, darum, Sie kommen mir alle so bekannt vor, Ah, yes, ich verstehe, Sie sind die mit diesem komischen Spiel, Sie sind die mit diesem scheiß Spiel, aus dem Sie einen Ausweg suchen, Richtig, Ja. So. Haben Sie schon einen gefunden, Oder suchen Sie immer noch? Ne? Wenn Sie noch immer suchen, haben wir etwas gemeinsam. Ich suche immer noch Antworten auf meine Fragen. Leider. Aber wissen Sie, ich habe eines gefunden. Wenn man sucht, wenn man viele Antworten sucht, ich sage Ihnen, man findet noch viel mehr Fragen. Das ist... Aber wissen Sie, ich bin jetzt schon sehr traurig, weil ich bin schon wieder falsch. Wissen Sie, ich bin so oft falsch in meinem Leben. Ich bin so oft falsch in meinem Leben, dass ich mir schon manchmal gefragt habe, ob das ist überhaupt das richtige Leben für mich. Ich sage Ihnen, das hat schon angefangen, ganz am Anfang. Ich habe nicht richtig funktioniert. Meine Mama, sie hat mich genannt Carmelita, weil sie wollte ein ruhiges Baby haben. Sie verstehen das nicht? Sie wissen schon, dass Worte schaffen Tatsachen, oder? Haben Sie das schon einmal gehört? Ja? So, Carmeliterinnen, das ist ein Schweigeorden. Aber wie Sie hören, bei mir, das hat auch nicht funktioniert. Wie ist das denn bei Ihnen so? Sind Sie richtig? Sie wissen das auch nicht genau. Wissen Sie, einmal ich bin gegangen in die Kino und habe einen Film gesehen und dann habe ich gar nichts mehr gewusst.
Da haben die in die Film gefragt, ist die Zebra ein weißes Tier mit braunen oder schwarzen Streifen oder ein schwarzes Tier mit weißen Streifen? Ha? So. Was soll man da sagen? Na, wissen Sie, was ist da richtig? Ha? Oder zum Beispiel, wenn man... Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben Menschen zu sich nach Hause eingeladen, vielleicht Freunde, zu Kaffee und Kuchen. Und Sie, stellen Sie sich vor, Sie haben gemacht Linzer Torte. Kennen Sie Linzer Torte? Ich weiß nicht, ob es etwas Ähnliches für Salzburg gibt, keine Ahnung. Aber die Linzer Torte, das ist ein Nusskuchen, mit Marmelade obendrauf und ein Gitter von die Teig oben drüber. Nusstorte ist, Linzertorte ist eine sehr leckere Torte. Aber die Gitter ist eine Scheißarbeit. Ich kenne niemanden, die macht die Gitter gerne. Macht nichts. So, Sie haben gemacht die Linzertorte für Ihre Freunde und Sie haben die gemacht ohne Gitter, weil Sie haben gehabt keine Lust für die Gitter. Wahrscheinlich, Sie haben gehabt keine Zeit. Das ist noch so etwas, was ich nicht wirklich verstehe. Warum sagen wir immer, wir haben keine Zeit, wenn wir haben gehabt keine Lust? Verstehen Sie das? Dann hat man ja auch keine Zeit für das, wo man hat Lust. Naja, nicht so wichtig. So, Ihre Freunde haben gegessen diese leckere Linse dort ohne Gitter. Und dann fragen die, was hast du da für eine leckere Torte gemacht? Die war wundervoll. Ha? Wissen Sie, niemand kennt Linzer Torte ohne Gitter. Ha? Das tut man nicht. Ha? So, dann Sie haben Möglichkeiten. Ha? Sie können das machen so oder so. Ha? So, Sie können mal sagen zu Ihren Freunden, wisst ihr, das ist eine leckere Nusstorte. Mit Marmelade obendrauf und Schlagsahne dazu, wenn es hat. Ha? Oder Sie könnten auch sagen zu Ihren Freunden, das ist ein Linzer Tort ohne Gitter. Was glauben Sie, was Ihre Freunde da denken? Ha? Hier, Sie denken, oh, die hat etwas Besonderes gemacht für uns, vielleicht sogar eine Spezialkreation. Und ihr, ha? Ihr, was denken Ihre Freunde? Die war zu faul für die Gitter, ha? Wahrscheinlich Ihre Freunde, die denken nicht so schlecht, ha? Wahrscheinlich Ihre Freunde, die denken, wir sind ja nicht so viel wert, ha? Dass die extra für uns macht den Gitter, ha? Also ich glaube mal, Sie verstehen mein Problem, ha? Wenn man da jetzt das richtig machen möchte, was ist denn dann die wahre Antwort? Ha? Was ist denn dann wahr? Ich sage Ihnen, ha? Das ist nicht so einfach. Aber naja, wissen Sie, vielleicht man kann das sehen so und so. Vielleicht, es gibt ja gar nicht richtig oder falsch, oder eine wahre Antwort. Vielleicht, es gibt eine Antwort für jeden Menschen. Vielleicht, es ist gut, wenn die jeder Mensch selber findet, die Wahrheit für sich. Da fällt mir etwas ein. Das habe ich schon gefunden. Das ist schon lange her. Ich habe gefunden, es heißt, es ist innen so wie außen. Und außen so wie innen. Das haben die ganzen Alten, Sie wissen schon, was ich meine. Die von früher, die haben das schon herausgefunden. Und es ist aber das, was ist innen, bevor das kommt, was ist außen? Das ist immer so. Ha? So,
Es ist eigentlich ziemlich blöd, wenn ich außen herumrenne und Antworten suche, wenn Ihnen nur Fragen sind. Hm? So, vielleicht es ist besser, wenn ich in die Außen suche Informationen, ne? Und ich mache Ihnen die Innen dann meine eigene Antwort daraus. Hm? Vielleicht funktioniert das ja besser. Hm? Ich muss sagen, das war wieder ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Ha? Es ist immer so eine gute Idee bei Ihnen. Ha? Und ich habe wieder so etwas Wichtiges für mich gefunden. Ha? Ich muss jetzt wirklich, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich muss jetzt wieder gehen und ich muss schauen, ob ich Wien finde, weil das gehört auch noch geregelt, ha? Weil so kann man das dort auch nicht lassen. Ha? Auf Wiedersehen. Adieu. Ganz herzlichen Dank, Carmelita alias Maria Mir.